Hey Leute, ich bin Sven und heute zocke ich mal wieder eine weitere Runde Jump League. Und heute habe ich natürlich auch mal wieder ein Thema am Start. Heute soll es mal so ein bisschen um eine Tastenbelegung bzw. allgemein die Minecraft-Steuerung gehen. Und da das wirklich in letzter Zeit extrem viele gefragt haben, habe ich mir gedacht, komm, mache ich einfach mal so ein Video dazu. Und allgemein, bevor das Video losgeht bzw. bevor ich jetzt zur Steuerung komme, habe ich nochmal was ganz Kurzes anzusprechen. Und zwar fragen auch wirklich extrem viele nach dem Equipment, was ich so benutze. Und das findet man wirklich immer in der Videobeschreibung, also wirklich einfach zu finden. Falls euch so mein Equipment interessiert, da könnt ihr natürlich auch gerne mal raufgehen. Ich verstehe nicht, warum das immer mal wieder Leute fragen, weil ich das auch wirklich schon in ein paar Videos beantwortet habe. Also da habe ich mal ein extra Video dazu gemacht. Ich mache ja auch ab und zu so ein paar Snapchat-FAQs, wo ich auch wirklich extrem viele Fragen beantworte, aber trotzdem stellen immer noch Leute die gleichen Fragen, was jetzt nicht so cool ist und deswegen antworte ich zum Beispiel auch manchmal nicht auf Snaps und so weiter. Also ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Snapchat adden. Let's Will Snap heiße ich da. Ihr könnt meine Stories anschauen. Ihr könnt mir selber auch gerne immer mal snappen. Würde mich freuen. Der Link dazu und der Name ist unten in der Videobeschreibung. Aber bitte achtet darauf, dass ihr zum Beispiel nicht immer die gleiche Frage stellt, beziehungsweise einfach eine Frage, die schon beantwortet wurde, zum Beispiel in einem Video oder die man in der Videobeschreibung findet. Das wollte ich mal am Anfang gesagt haben. Auch jemand hat mir mal in die Kommentare geschrieben, vor kurzem, ich glaube, beim vorletzten Video war es ja, Phil, du hast seit 3, 4 Tagen kein PvP mehr gespielt und beziehungsweise aufgenommen. Gespielt habe ich es ja schon. Das stimmt, und zwar kann ich nicht jeden Tag wirklich PvP hochladen. Ich versuche es natürlich so oft wie möglich hochzuladen, aber ich bringe einfach immer nur PvP, wenn ich wirklich auch was anzusprechen habe, beziehungsweise zu zeigen habe. Und ich schätze mal, das kann auch jeder von euch verstehen. Ich finde, zu PvP gehört halt entweder so ein passendes Update oder Thema, was ich dazu, dass es halt wirklich spannend ist. Und das war es jetzt erstmal zu dem. Wir sind echt schon gut dabei. Wir sind bei Modul 8 und haben echt einen großen Vorsprung. Und ich hoffe mal, dass wirklich nicht mehr allzu viele lieben, aber das kann man natürlich bei Jump League nie wissen. Und jetzt zur Minecraft-Steuerung. Die Frage ist auch in letzter Zeit so ein bisschen öfter aufgekommen und die habe ich auch wirklich noch in keinem Video beantwortet. Zum Beispiel, ja Phil, mit welcher Taste sprintest du denn? Oder hotkeyst du lieber die Angel oder scrollst du die Angel? Also das ist wirklich nur Gewöhnung. Sache ich auf jeden Fall Hotkey, die Angel. Und ich habe noch nie wirklich mit der Angel gescrollt. Also das ist wirklich nur eine Sache der Gewohnheit. Also wie man zum Beispiel das lernt, wie man anfängt. Und ich finde persönlich Hotkey besser, manche scrollen mit der Angel, kommen damit besser zurecht, aber Hotkey finde ich auf jeden Fall um einiges leichter, beziehungsweise einfach, ja, habe ich damit angefangen und ich habe schon das Ziel erreicht und ich habe noch nicht mal so gute Rüstung. Wir sollten die Gegner hoffentlich trotzdem bekommen, das ging jetzt schnell und allgemein war es jetzt zu der Angel. Ganz normal Steuerung W sprinte ich natürlich. Ich schätze mal so, das ist die Standard-Minecraft-Steuerung, Steuerung W, wie man halt sprintet und da habe ich nicht wirklich viel verändert und ich drücke halt einfach natürlich einmal Steuerung und einmal W und ich habe auch gehört zum Beispiel, dass manche mit der Maustaste sprinten, also an den Seiten habe ich zum Beispiel auch zwei Tasten an meiner Maus, das haben wirklich ziemlich viele. Und da sprinten zum Beispiel auch manche mit, die müssen dann einfach nur... Und nope, das schaffe ich nicht, oder? Was? Nein, okay, ich konnte nicht mehr wegrennen, schade. Ich finde es ein bisschen ungewohnt, wenn man zum Beispiel dann links zum Beispiel an der Maus so eine Taste hat und dann einfach da durchgehend draufdrücken muss, um zum Beispiel zu sprinten. Und ich habe jetzt auch irgendwie kein Better Sprinting Mod drin oder so. Also ganz normal habe ich das gelassen und es ist jetzt auch wirklich keine so Besonderheit. Aber bei den Tasten 1 bis 9 hat sich natürlich auch so ein bisschen was verändert. Zum Beispiel Taste 1 bis 6 komme ich easy mit der Hand dran, beziehungsweise einfach mit meinem Finger. Aber die Taste 7 erreiche ich echt schon ein bisschen schwer mit der Hand. Und deswegen habe ich mir natürlich da andere Tasten draufgelegt. Und den sollten wir hoffentlich auch bekommen. Jawohl, nice. Und da die Tasten 6 einfach noch mit der Hand einfach zu erreichen sind, habe ich die Taste 7 einfach auf R gelegt, weil es echt einfach geht, wie ich finde. Und die Taste 8 dann auf F und die Taste 9 auf C. Und vielleicht hat es sogar jemand anderes. Das hat mir ganz früher mal Schmock empfohlen und das habe ich dann direkt umgeändert. Und seitdem spiele ich eigentlich nur noch mit der Steuerung. Und der letzte Gegner ist irgendwo da hinten. Ich habe noch 2 Leben. Der Strohaffe hat noch 1 Leben. Und ich bin mal gespannt, ob wir den auch noch bekommen. Aber das sollte doch machbar sein. Mit G habe ich einfach Optifine drin. Das benutze ich jetzt nicht so oft. Klar, G ist so eine Taste, da kommt man natürlich auch easy ran. Aber jetzt nicht unbedingt vielleicht zum Hotkey geeignet, wie ich finde. Das ist so meine Minecraft-Steuerung. Gleich zeige ich euch natürlich auch noch das komplette Menü. Da schlägt mich jetzt locker gleich runter, aber mein Freund... Okay, da hat TNT platziert. Als ob ich da jetzt runterfliege. Kommt er jetzt zu mir runter? Ich weiß es nicht. Okay, ich kann auf jeden Fall jetzt gleich... Okay, jetzt gehe ich zu dem hoch. Und wir sollten ihn jetzt gleich bekommen. Jetzt geht er hier rein. Und nee, mein Freund, jetzt kannst du nicht mehr abhauen. Jetzt ist es zu spät und er geht einfach die normale Leiter runter. Wir haben 8 Kills, eine sehr schöne Runde, liebe Freunde. Ihr könnt das Video natürlich stoppen, falls ihr das zum Beispiel ein bisschen übernehmen möchtet. An sich ist wirklich nicht viel geändert. Mausempfindlichkeit einfach 100%. Kommt natürlich auch auf die DPI an und hier, wie gesagt, Taste 1 bis 6 und RFC. Und hier unten habe ich auch nicht viel verändert. Q natürlich, Gegenstand fallen lassen, ganz normal. Zoom G. Und das war es jetzt allgemein so zu der Steuerung. Ihr könnt euch auch noch die Chat-Einstellungen anschauen. Da habe ich auch ab und zu eine Frage bekommen und die sehen so aus. Ich finde meinen Chat auf jeden Fall ganz cool. Also so wie der transparent ist, ist nicht zu groß, nicht zu klein und den kann man auf jeden Fall trotzdem noch gut lesen. Und falls dieses Video euch gefallen hat, würde es mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!